mal ein bisschen Schnee geräumt mit meinem Basen. Ich habe es jetzt natürlich nicht übertrieben, weil ich bin ja einziger Trucker auf dem ganzen Truckstop, der das macht. Aber ich habe wenigstens ein bisschen weggeräumt, guten Willen gezeigt. Hier sieht man ungefähr, wie hoch das war. So, das sein 15, 20 cm. 20 cm. Dann habe ich hier vorne ein bisschen weggeschaufelt. Jetzt versuche ich mal mein Glück. Ein bisschen Platz gemacht. Ich versuche, da komme ich nicht durch. Muss ich hier so drehen. Da lang, wo der Loader gerade lang fährt. Ja. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, gucken wir doch mal. Zum Lowbed-Trailer ist man halt immer so dicht am Boden, dass man sich hier keine größere Schneewehe erlauben kann. Dann bleibt man quasi direkt hängen. Aber in der Richtung habe ich extra vorher alles ausgekundschaftet. Geht das ganz gut. Sehr schön. Dann bin ich raus. Kann jetzt mein Logbuch starten. Wollen wir noch schnell was zu frühstücken. Und dann geht's los. Gucken, wie die Interstate so ist. Müsste eigentlich funktionieren. So, da kann man sehen, neben mir ein Truck, der mit einem Abschlepper aus seiner Lücke geholt werden musste. Der bezahlt jetzt wahrscheinlich richtig gut Kohle. Ich schätze mal, je nachdem, wo der Abschlepper jetzt herkam, ich schätze mal, der kommt aus Grand Forks, aber der wird bestimmt $400-500 bezahlen dafür, ganz locker. Naja, so, ich probiere mein Glück. Es geht los. Es sind schon einige mit losgefahren mittlerweile. Einige unterwegs. Nicht festfahren auf irgendwelchen Kreuzungsgebieten, das ist immer richtig blöd. Schön weit ausholen. Ich mach mal noch kurz meine Diff-Locks an. Ja, und jetzt gerade in diesem Moment ist die 29 Richtung Süden, die ich jetzt befahre, wieder mehr oder weniger freigegeben. Ich beobachte ja mal diese Apps. Gestern Abend war No Travel Advised, was eigentlich heißt, es wird empfohlen, nicht zu fahren. Es ist aber nicht gesperrt. Man hätte die ganze Nacht überfahren können. Aber ja, ich habe jetzt hier so knapp 17,5, 18 Stunden irgendwie gestanden. Ist jetzt nicht so tragisch, finde ich. Aber die Interstate sieht mittlerweile wieder ganz gut aus. Habe ich gut ausgesessen. Ich glaube, man wird jetzt auch das eine oder andere Wrack in den Straßengräben sehen. Das ist jedes Mal so. Meine größte Sorge ist jetzt einfach nur, dass ich den ganzen Schnee auf dem Trailer loswerde, bevor ich zur nächsten Waage komme. Aber das sind noch 130, 140 Kilometer. Oh, verschaltet. Ah. Ja. Wieder mal. Glaube ich, alles richtig gemacht. Es wird sich am Ende der Woche entscheiden, ob ich meine Rückladung noch bekomme oder ob ich es übers Wochenende sitzen muss. Aber heute ist erst Mittwoch, also die Chancen stehen gut und das ist doch herrlichst geräumt hier. Vielen Dank an die North Dakota Department of Transportation, die sich um sowas kümmern. Sehr, 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 sehr schön. Schon wieder verschaltet. Was ist denn los hier? Ich hatte keinen Kaffee, ich habe heute auf Kaffee verzichtet. Hätte ich das nicht machen sollen? So, jetzt fängt es an, den Schnee wegzupusten, das ist gut. Das macht man natürlich nicht so, das weiß ja jeder.
ist wieder einspurig da vorne. Schneewehen oder so, wenn ich das so richtig sehe. Mal nicht übertreiben hier. Bleiben wir bei 90 für den Anfang. Gucken uns das ganze Elend mal an. Ich habe schon wieder eine witzige Nachricht bekommen von jemandem auf Instagram, der geschrieben hat, ja, wieso die Amis immer so ein Drama da draus machen, weil so ein bisschen, also, ja, ich glaube, manche Leute unterschätzen einfach die Ausmaße hier oder die Größe allgemein, also 480 mal 320 Kilometer ganz North Dakota war gestern no travel advised, weil Schneesturm. Der gesamte Schneesturm, der hat wahrscheinlich die Größe von halb Europa. Das ist ein riesen Ding gewesen. Und es ist ja gut ausgegangen, aber ich sag mal, also für mich jetzt, für andere vielleicht nicht, keine Ahnung. Hier ist offensichtlich auch einer stecken geblieben, dann ist es ja PKW auf der Seitenstraße stecken geblieben. Okay, hier ist schon wieder gar nicht geräumt. Habe ich gerade die North Dakota Department of Transportation gelobt und dann kommt hier sowas, oder wie? Ach, je. Ach, je. Wo nehme ich denn jetzt mal die Spur hier? So, ja, geil. Ah, es ist ja schön. Ist das eine Spur da drüben? Nee, das ist ja eigentlich der... Das ist keine Spur, das ist der Standstreifen. Puh! Wow. Da haben wir doch nur 60 fahren. Genau, hier ist die Linie, das ist der Standstreifen, das ist die rechte Spur. Link ist überhaupt nicht erkennbar. Ha. Ja, aber auch gut. Jetzt sollte ich auf den Standstreifen fahren, der sieht echt gut aus. Weiß nicht. Ja, das sind halt die Ausmaße, die das so krass machen. Man kann halt nicht 50.000 Schneepflüge durch ganz North Dakota jagen. Die haben vielleicht nur, keine Ahnung, 100, 200, wenn es hochkommt. Und dann natürlich die Massen. Also es waren ja jetzt bestimmt 20 cm Neuschnee über Nacht. Ich möchte das mal sehen. Also ich war ja lange genug in Deutschland. Ich habe ja mehr als mein halbes Leben in Deutschland gelebt. Bis jetzt. Irgendwann möchte ich mal sagen, ich habe mehr als mein halbes Leben in Kanada gelebt, aber das dauert noch eine Weile. Ja, das möchte ich mal in Deutschland erleben. 20 cm Neuschnee über ganz Deutschland, von Nord bis Süd. Und dann soll mir noch einer sagen, was haben denn sich die Amis so doof? Bei uns wäre das überhaupt kein Problem. Ja, lache ich mich doch tot, ganz ehrlich. Das ist nicht arrogant oder irgendwas, auch wenn das vielleicht so klingt, aber ich bin es echt so leid, solche Nachrichten immer zu kriegen. Von wegen, habt euch mal nicht so, das ist ja nicht so schlimm. Ich war lange genug in Deutschland, ich habe das erlebt. Ich habe, glaube 2011, 2012 in dem Dreh, diesen einen Winter, da hatten wir minus 22 Grad, da ging gar nichts mehr. Da ist nicht mal mehr irgendein Schneeräumdienst rausgefahren, weil den zu kalt war und weil alles gefroren war und da ging nichts mehr. Ich bin von zu Hause nicht weggekommen, weil sie meine Seitenstraße nicht geräumt haben. Mein Auto ist angegangen und sofort auf Vollgas gegangen, weil der Baudenzug eingefroren war, der Gasbaudenzug beim Astra. Alles so eine Sachen und ja, öffentlicher Nahverkehr ging nichts mehr, Güterfernverkehr ging nichts mehr und dann so eine Leute erzählen mir dann, in Deutschland wäre das alles nicht so schlimm. Ha, ha, ha. Let me laugh a little bit, let me smile. Das ist doch lustig. Naja, aber ich glaube, das wird jetzt hier so bleiben. Immer mal wieder eine halbe Spur oder eine Spur befahrbar. Ich werde mal so mit 80, 90 hier so lang dümpeln. Auch das immer noch fast mehr, als was ihr da drüben dürft. Also auch da. Ja. Genug gehatet am frühen Morgen. Jetzt kommt von hinten ein PKW, der darf mich gerne rechts überholen. Ist mir auch egal. Das ist bestimmt so ein ganz cooler... wie heißen die? All-Wheel-Drive, Four-Wheel-Drive. Fahrer, der denkt nur, weil er Four-Wheel-Drive hat. Hier fährt sogar Oversize. Also ich bin eigentlich der Meinung, Oversize ist noch gesperrt in North Dakota, aber auch da interessiert es nicht jeden. Boah, ich muss mich mal kurz um das Klappern kümmern. Was ist denn das hier? Ja, ist ja schlimm. Ja, so werde ich wahrscheinlich den ersten Teil meines Tages verleben. Mit 85 auf der linken Spur.
fast wie in Europa. Ja. Ab Alexandria, Minnesota wird es dann besser. Ab da ist dann alles in Ordnung. Da runter nach Iowa kann ich wieder voll braten. Vollen Bratan auf der Bahn, verstehst du? Ja. Dann mache ich jetzt hier wieder aus. Scheint nicht mehr zu sehen zu geben. Und ich habe Schluck auf. Bis später. Abstand bei den Verhältnissen, das kann doch nicht sein.
stehen so eine Leute hier dann hier so blöd rum? So, ah, Kurve verpasst, dumm gelaufen, Pech gehabt, Dödel. Mann, ey, Leute regen mich auf zurzeit, aber komplett. Sorry, wenn ich jetzt mal ein bisschen abgehe hier, aber irgendwann ist auch mal gut. Mann, ey. Ach, das ist doch nicht irgendwann, ja. So, 2 Stunden für 120 Kilometer bis Fargo. Hier ist überhaupt nichts los. Hier ist gar nichts los. Ich räume jetzt den Rest vom Trailer, weil so kann man ja nicht fahren. Ich habe gehofft, das fällt mehr runter, aber nee, das machen wir mal richtig. Außerdem kommt eine Waage und ich habe dann bestimmt zu viel gewischt. So. Puh. Fix und alle. Das hier habe ich so gut wie möglich, das ziemlich festes Zeug dabei, so gut wie möglich rausbekommen. Trailer ist gesäubert. Dürfte eigentlich nichts passieren. Ich bin halt bei 33.800 auf den Drives. Im trockenen Zustand ohne Schnee. Und das sind bestimmt nochmal 200 Pfund. Also es wird knapp. Aber ich muss es jetzt probieren. Boah, fix und alle. Es tut mir leid. Karma is a beach, weißt du? Jetzt habe ich einmal rumgemeckert und einmal irgendwelche fremden Leute beleidigt. Spinnt gleich der Truck. Nächste Panne. Ja. Ich habe hier eigentlich nur angehalten, um den Schnee wegzuräumen. Wäre ich weitergefahren, wäre vielleicht gar nichts passiert, weil ich alles richtig machen wollte. Der Truck lief einwandfrei, hat keine Probleme gehabt. Ich habe hier angehalten, habe den auf High RPM gestellt, dass er nicht zu kalt wird und habe halt Schnee geräumt. Und als ich fertig war und hier reingekommen bin, war hier alles rot. Seitdem habe ich so Schwanken zwischen 2 und 15 verschiedenen Codes, also Fehlermeldungen. Ich habe jetzt mit meinem Lieblings-DAF-Mechaniker schon fleißig hin und her geschrieben. Vielen Dank dafür. Vermutlich ist irgendwo Nässe in den Kabelbaum eingedrungen. Bei dem Wetter auch überhaupt kein Wunder. Und ich vermute oder wir vermuten, dass irgendwo in der Nähe der DAF-Pumpe, witzigerweise diese gerade erst gewechselt haben. Ich weiß nicht, ob das miteinander zusammenhängt oder nicht. Aber dass da irgendwo Wasser oder Schnee reingekommen ist. Weil, wenn man unten drunter guckt, ist dann auf der Hinterseite der DAF-Pumpe oder auf der Hinterseite des DAF-Tanks, da wo die Pumpe sitzt, ist alles voller Schnee. Peterbilt angerufen, die sind hier mehr oder weniger gleich um die Ecke. Ja, heute wahrscheinlich eher nicht, aber ich schreibe dich mal auf und falls sich noch was ergibt, dann ja, könntest du rüberkommen. Ja, mit einem 5 km/h-Truck werde ich wahrscheinlich eine ganze Weile brauchen, bis ich da bin, aber vielleicht auch erst morgen. Es ist Mittag, ich habe die Firma schon informiert. Ich bin am Ende mit meinem Latein. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass das irgendwas mit der DAF-Pumpe zu tun hat, die sie gerade gewechselt haben. Aber und ich bin schon wieder so weit, dass ich sage, ey, warum fahre ich überhaupt noch im Winter? Ja, ich weiß, weil die Videos so schön sind. Macht alles überhaupt keinen Sinn mehr. Willkommen unter meinem Truck. Wenn das hier nicht der Fehler ist. Das ist das DAF-Pumpen-Modul, beziehungsweise es ist dahinter, was letzte Woche getauscht wurde. Und da ist jede Menge Schnee und vermutlich habe ich hier einfach nur ein Wasserkontaktproblem. Ich habe mir hier meinen Tarp ausgerollt. Oh, es ist echt zum Heulen hier. Das ist eine Drecksarbeit. So, nun steht da hier der Patient. Morgen früh Termin bei Peterbilt. Und gucke mal, wen wir da haben. Meinen alten Truck, 529. Mein alter Schaltertruck. Und wir fährten. Na? Wer ist das? Mit der Kippe, Junge. Was bist du für ein Vorbild? Der schon wieder.
Ja. Kommt auch nicht weiter, weil Oversize darf hier nicht fahren. Stehen wir zusammen hier rum. Na? Grüezi Gott!